Abzocke vermeiden, Regel Nummer 3. Also das ist Basis, das müssen Sie wissen, deswegen wir gehen zuerst zur Theorie und dann gehen wir zu den praktischen Empfehlungen. Ich habe für Sie wirklich sehr viel vorbereitet, eine riesige Tabelle, also machen Sie sich keine Sorgen, es kommen heute sehr viele Ratschläge. Was meine ich mit Abzocke vermeiden, Informationen sammeln? Kommen wir auf mein Beispiel zurück. Der Mann hat eine Dame im Internet irgendwo kennengelernt, Covid, Corona und so weiter und so fort. Also ganz nette Kommunikation. Die Dame ist sehr gesprächig, schreibt sehr viel, schickt irgendwelche Bilder. Der Mann achtet nicht darauf, dass die Dame wirklich sehr hübsch ist und er achtet nicht darauf, dass die Dame im Alter seiner Tochter sein könnte. Ich versuche das ganz vorsichtig auszudrücken. Und der Mann achtet nicht darauf, dass die Dame, ohne ihn zu sehen, schon Liebesbriefe schreibt. Also eigentlich die Signale, wo man wirklich, wo Alarmglocken läutern sollten. Also er achtet nicht darauf und dann sagt dieses schönes Mädchen, ich komme jetzt zu dir nach Deutschland. Und ich komme jetzt zu dir nach Deutschland, schick mir das Geld und ich gehe zum Reisebüro und ich bekomme das Visum für das Deutschland. Also das haben die russischen Mädchen gemacht. Ich komme zu dir nach Deutschland, schick mir das Geld. Die Männer schicken ja, weil die ja auf diese Warnsignale nicht achten. Und dann kommen zu mir, also Xenia, stimmt irgendwas nicht oder stinkt irgendwas. Und dann komme ich und sage, also eigentlich seit März 2020 sind die Grenzen nach Deutschland geschlossen. Die russischen Staatsbürger können nach Deutschland, wenn sie Aufenthaltsgenehmigung haben, wenn der Grund triftig ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, Hochzeit oder Todfall, also wirklich was ganz, ganz Wichtiges, oder mit diesem Programm Love is not Tourism, das Programm für unverheiratete Partner, damit man sich trifft, obwohl man nicht verheiratet ist. Kein touristisches Visum, kein irgendwas. Also eigentlich die russischen Staatsbürger dürfen immer noch nicht nach Deutschland, nur mit Ausnahmefällen. Das heißt, wenn ein Mädchen schreibt, ich gehe jetzt zum Reisebüro und das Reisebüro hat mir bestätigt, ich bekomme das Visum nach Deutschland und ich fliege zu dir, mein Lieber. Das ist generell die Lüge. Auch vor Corona hätte ich gesagt, ja okay, pass auf, du hast mit der Dame noch nicht mal telefoniert. Wieso glaubst du, dass sie zu dir kommt? Also eigentlich, es muss was Reales passieren. Aber seit März 2020 ist es gesetzlich verboten. Es ist gesetzlich schwierig, fast unmöglich. Aber die Männer, ich weiß ja, also diese Männer, es gibt wirklich viele Männer, die das Geld geschickt haben, die leben, als ob keine Nachrichten an ihnen vorbeilaufen, also als ob die Welt in dem eigenen Tempo dreht und die achten nicht darauf, was eigentlich auf der Welt passiert. Das heißt, wenn die Dame ihnen irgendwas erzählt, und sie haben noch keine Beweise, dass die Dame existiert, gehen sie im Internet, googeln sie mal und da finden sie alles. Auch die Reisepässe. Ich habe so viele Fälschungen gesehen. Aber wenn Sie keine Ahnung haben, wie ein normaler russischer Reisepass aussieht, gehen Sie online, schreiben Sie russischer Reisepass, schauen Sie Bilder und vergleichen, was die Dame Ihnen geschickt hat. Und wenn Sie auf dem Bild nackte Schulter sehen, in keinem Reisepass der Welt ist es erlaubt, sich halbnackt fotografieren zu lassen. Lesen Sie die Regelungen für die Dokumente, alles kann man online finden, nur ein bisschen recherchieren und Sie finden die Wahrheit. Deswegen, um nicht abgezockt zu werden, man muss sich informieren, ein bisschen informieren und dann sind Sie auf sicherer Seite und dann wird nichts passieren. Ich lese jetzt ganz schnell die Kommentare. Es gibt nicht so viele Kommentare, deswegen ich werde das ganz, also guten Abend. Markus schreibt, bisher habe ich nur einmal Geld gesehen und ein voriges Treffen. Das Treffen war aber schon geplant. Flug und Hotel gebucht, das war im letzten Mal im März. Corona, inzwischen ist es aus mit ihr. Also
Sie brauchen kein Geld zu senden. Wenn es darum geht, ein Treffen zu vorbereiten zu können, Sie können einfach Hotel buchen und Ticket selber kaufen. Und Sie schicken ein elektronisches Ticket an die Dame. Sie müssen wirklich nichts senden. Brauchen Sie nicht mehr. Heute ist alles so super organisiert. Sie können mit Ihrer Kreditkarte und auch mit Debitkarte können Sie die Tickets kaufen. Sie brauchen sogar kein Reisebüro. Also man kann wirklich alles selber machen. Noch ein kleiner Tipp bezüglich Bilder. Okay, Michael gibt uns einen Tipp. Die Betrügerinnen. Also wenn Sie mit einer Dame schreiben, also ich übersetze das, was Michael gemeint hat, wenn Sie mit einer Dame schreiben und die Dame verweigert ein Videodate oder ein Telefonat, also eigentlich man kommt zum Nichtrealen, Sie können die Bilder googeln. Also schreiben Sie, wenn Sie keine Ahnung haben, was das ist, gehen Sie auf Google und schreiben Sie Google Bildersucher. Sie können alle Bilder finden, die gepostet wurden. Und vielleicht hat jemand von den Herren diese Abzockerin schon irgendwo gemeldet und Sie können die Information finden und eigenes Geld retten. Und nochmal, ich komme zur Regel Nummer 1, nicht mehr senden, nicht mehr Geld senden, das, was Sie nicht bereuen werden. Also eigentlich nur das, was Sie bereit sind zu verlieren. Hatte eine viel jüngere ukrainische Dame kennengelernt, wollte Geld für Medikamente senden, weil sie und ihre Mutter an Covid erkrankt sind. Ich habe nicht bezahlt, seitdem nicht mehr gemeldet. Ja, ich komme zu diesem Beispiel, weil es gibt keine Medikamente gegen Covid. Es gibt bestimmte Programme und von einem unbekannten Mann erwarten, dass er medizinische Behandlung zahlt, das ist ein bisschen zu viel. Ich komme auf das Beispiel zurück. Okay, jetzt Abzocke war ein hartes Wort. Jetzt gehen wir eine Stufe runter. Jetzt gehen wir ausgenutzt werden. Ja, weil Abzocke, das ist schon fast kriminell. Aber sprechen wir darüber. Ich bin kein Mann, aber also ich spreche von dem Namen der Männer. Also ich bin ein Mann, ich möchte ganz gerne der Dame was geben, aber ich will nicht das Gefühl haben, ich bin ausgenutzt und die Dame ist mit mir nur, weil ich etwas vom Geld gebe. Natürlich, das ist ein unangenehmes Gefühl und sie alle wollen es vermeiden und ich will auch nicht, dass sie diese Erfahrung kriegen.